Hallöchen, willkommen zurück bei Elex Nummer 2. So, oh, ich hoffe ehrlich, wir sind mit den Morcons durch am Ende der Aufnahme. Ja, zumindest, dass wir hier mal rauskommen. Wir starten mal und sollen ja hier mit dem guten Tengis reden, um seine Aufgaben zu erfüllen, um dann von Khan das Recht zu erhalten, hier bleiben zu dürfen. Das ist ja so ein Vertrauensvorschuss, ihr wisst schon. Dir wurde es also erlaubt, dich hier aufzuhalten. Und woher weißt du das? Weil du noch am Leben bist. Ich sag dir was. Du wirst einen Grund haben, warum du uns aufgesucht hast. Deinem Leben einen Sinn geben, der Isolation entkommen. Doch der Aufenthalt in der Grotte kann nicht ohne Gegenleistung erfolgen. Also wirst du tun, was wir von dir verlangen. Das heißt? Erfülle eine Aufgabe zu meiner Zufriedenheit. Fängt schon gut an, ne? Einverstanden. An Entschlossenheit mangelt es dir nicht, wie ich sehe. Aber bedenke, eine einmal getroffene Entscheidung hat Bestand. So will es unser Brauch. Ja, ganz ehrlich, damit die Morcons vollkommen am Arsch vorbeigehen, geht mir auch deren Brauch am Arsch vorbei. Wenn das deren Brauch ist, akzeptiere ich das, toleriere ich das, aber lass mir den nicht aufzwingen. Welche Aufgabe soll ich für dich übernehmen? Eine, die ich keinem Morcon anvertrauen kann. Warum? Weil ich das sonst schon getan hätte. Begib dich auf die Suche nach Ivan, einem unserer Kämpfer. Er soll unverzüglich zurückkehren. Außerdem steht es dir frei, dich bei unseren Händlern mit allem auszurüsten, was du für die Reise brauchst. Unsere Frage, warum, war ja eigentlich, warum er das einem Außenseiter anbieten kann. Die Antwort, weil ich es sonst schon einem Morcron aufgetragen hätte, ist eher die Antwort auf die Frage, warum es nicht schon erledigt wurde. Weil er es einem Morcron hätte machen lassen, wenn es denn möglich wäre. Deshalb geht's nicht. Naja. Wegen Ivan. Was soll die Frage? Du kennst den Auftrag. Ich brauche mehr Informationen. Nun gut. Wo soll ich nach ihm suchen? Das gilt es herauszufinden. Hat er Freunde? Er hat eine Frau, Marika. Sie weiß nichts. Sprich mit ihr, wenn du dir etwas davon erhoffst. Ivans Aufenthaltsort. Was willst du von ihm? Er ist für die Versorgung unserer Leute eingeteilt. Sagtest du nicht, er sei ein Kämpfer? Natürlich ist er das. Wie soll er sonst die Raubzüge durchführen, die wir zum Auffüllen unserer Vorräte brauchen? Und diese Vorräte ist er der Gemeinschaft noch schuldig. Schließlich leben auch wir nicht vom Gebet allein. Ich könnte Ausrüstung gebrauchen, wenn ich draußen nach Ivan suchen soll. Dann sollst du sie bekommen. Proviant erhältst du von unserem Versorger. Und da unterwegs mit Widerstand zu rechnen ist, lass dich von unserem Waffenhändler mit Munition ausstatten. Wie sieht's mit Heiltränken aus? Den Schmerz zu ertragen ist besser, als ihn mit einem Trank zu betäuben. Aber ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Du bist kein Morcon. Such Gosta auf. Vielleicht hat er, was du benötigst. Du findest ihn im Keller. Und bevor du fragst, die anderen Händler sind in der Grotte verstreut. Halt einfach die Augen offen. Enttäusch mein Vertrauen nicht. Tu, was zu tun ist. Gut, dich zu sehen. Zeig mir deine Waren. Aber sicher. Zeig mir deine Ware. Beschädigter Eisenschild, ja. Ravak mit dir. Interessiert dich die Ausrüstung? Jo, Mann. Ja. Da Tengis dir den Handel erlaubt hat, müssen nur noch die Splitter stimmen. Wenn du genug bei dir trägst, kommen wir ins Geschäft. Aber haben wir diese Marika schon irgendwo gesehen? Also die Frau, die was über den Aufenthaltsort weiß? Bin ich mir total unsicher.
Zeig mir deine Waren. Nichts lieber als das. Oh, Pfeile sind sehr gut, aber wir haben halt kein Geld gerade, ne? Rebellenhemd, Morkronhemd. Rezepte, Kanonenmunition. Mit den ganzen Tanks. Na gut. Ein paar Heiltränke hätte ich gerne. Who are you? Just a Morkron, okay. Tengis sagt, du kannst mir mit ein paar Heiltränken aushelfen. Greif zu. Mein Sortiment steht dir zur Verfügung. Ich kann nehmen, was ich will? Moment. Kostenlos? Dreht der alte Knabe jetzt völlig am Rad? Das geht natürlich nicht. Gut, dass er mir das nicht selbst gesagt hat. Wäre sonst gezwungen, die Muskeln spielen zu lassen. Sagt der Kerl, der nur Becher spült. Ich hab einen starken rechten Haken, kannst mir glauben. Wenn ich... Keine Geschichten. Viel ist es nicht, was ich rausgeben kann. Die Kämpfe mit den Wilden aus Davar haben einen Großteil der Vorräte aufgezehrt. Nimm eine Handvoll Heiltränke oder ein Rezept für eben solche. Wenn mir ein Hinweis gestattet ist, das Rezept ist vielleicht sinnvoller. Wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast, kannst du damit deine Heiltränke selber herstellen. Das habe ich schon. Gib mir die Heiltränke. Sicher? Vielleicht sind sie vergiftet. Was sagst du da? Das Zeug ist Raubgut. Wer weiß, was unsere Gegner damit angestellt haben. Ist doch naheliegend, dass man ihnen was beimischt. Wie oft kam das schon vor? Noch nie, aber das muss ja nichts heißen. Gib schon her. Da gehen sie hin, die schönen Kostbarkeiten. Hier, nimm. Ja, okay, mittlere, da wäre es vielleicht doch sinnvoll gewesen, wenn es das Rezept für die mittleren gewesen wäre. Na gut, müssen wir mit leben. Ich will auch nicht jetzt für alles speichern, laden und so. Okay, wir suchen Marika. Muss ich direkt an Elden Ring denken. Marika, die Göttin. Und ansonsten die Frau, von der ich immer noch glaube, dass das die ist bei dem Blutschrein. Du bist aber nicht Marika, oder? Tatsache, es ist Marika. Das ist die Frau von Ivan. Genau, den suchen wir ja. Tengis sagt, du bist Ivans Frau. Zieht er jetzt schon einen Außenstehenden in die Sache hinein? Ivan ist spät dran, ja. Aber er wird bald zurückkehren. Und das mit vollen Händen. Vielleicht ist er ja tot, ne? Wohin ist er aufgebrochen? Dahin, wo es was zu holen gibt, nehme ich an. Außerdem ist er nicht allein losgezogen. Danilo begleitet ihn. Nach ihm erkundigt sich Tengis aber nicht. Haben die Resistenten keine anderen Sorgen? Ich habe die Handelserlaubnis. Zeiten sind das, in denen die Resistenten Fremden dieses Recht zusprechen. Mir ist es natürlich nur recht. Ein Geschäft ist ein Geschäft. Wegen Ivans Aufenthaltsort. Was willst du noch? Ich habe gesagt, was ich weiß. Du erwähntest Danilo. Wer ist das? Ein Kämpfer. Wie mein Mann. Ist er denn schon zurück? Nein. Dann hilft mir das nicht weiter. Beide werden zurückkehren. Sehr bald schon. Aber das sagte ich bereits. Also verschwende nicht weiter deine Zeit mit einer sinnlosen Suche. Wo hat sich Ivan in der Vergangenheit herumgetrieben? Ich habe die Grotte nie verlassen. Eine Ortsangabe kann ich dir also nicht geben. Irgendetwas wird er gesagt haben. Beschreib es mir. Er hat was von Steinen und Felsen erzählt. Und Eis. Ignadon. Mag sein.
aber dahin ist er sicher nicht unterwegs. Ah. Er meinte, dort wären starke Truppenbewegungen im Gange. An was kannst du dich sonst noch erinnern? Schluss jetzt. Deine Fragen führen ins Dunkel. Nichts werde ich mehr sagen. Es ist mir auch egal, dass Tengis dich geschickt hat. Die anderen Resistenten sehen es sicher nicht gern, wenn ich einem Fremden wie dir so viel Aufmerksamkeit schenke. Wir kennen uns kaum. Da riskiere ich sicher nicht meinen Kopf für dich. Ich komme später wieder. Lass es einfach sein. Intelligenz 20 können wir gerne machen. Wenn wir eh brauchen. Hilf mir, dann helfe ich dir. Weder mein Mann noch ich brauchen deine Hilfe. Bist du dir da sicher? Die Resistenten verachten alles Fremde. Und du machst dich mit ihnen gemein? Warum? Meine Beweggründe gehen dich nichts an. Weil ich mich euch anschließen will, wenn du nicht bald kooperierst, zwinge ich dich dazu. Ich will nur sicherstellen, dass es deinem Mann gut geht. Und um das zu tun, spielst du Tengis Schoßhündchen? Ihr Außenweltler seid mir ein Rätsel. Und hartnäckig. Heißt das, du hilfst mir jetzt? Lässt du dann die Fragerei sein? Ja, versprochen. Na schön. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, die meinem Mann gehört. Du findest sie in unserer Schlafstätte. Öffne sie und du hast deine Antwort. Okay. Lass uns handeln. Sieh dich um. Also hat sie gelogen. Oder ist eben verheimlicht, wie man will. Als würden wir den nicht finden, ey. Und sie hat auch noch... Oh. Mann, Mann, Mann. Handgemalte Karte. Sie scheint eine halbwegs sichere Reiseroute zu den Berserkern abzubilden. Der Weg führt direkt zum Fort nach Tavar. Ich habe sie in Ivans Truhe bei den Morkons gefunden. In Tavar steckt er also. Interessant. Kann ich mir das angucken? Nö. Dein Mann steckt also bei den Berserkern. Was soll ich dazu noch sagen? Alles, was ich habe, ist eine Bitte. Bring ihn mir heil zurück und weich nicht von seiner Seite. Vielleicht lag ich falsch und er kann doch eine helfende Hand brauchen. Okay. Kann ich mir das jetzt nicht angucken? Das ist ja kacke, ne? Ich will die Karte sehen. Visionsgegenstand. Naja. Wer weiß, was passiert, wenn ich mich nicht um die Bastion kümmern würde. Ja, aber ist das jetzt irgendwie eine Anspielung oder was? Ich beeile mich doch schon. Wegen Ivan. Ich höre. Ich glaube, ich weiß, wo er steckt. Du glaubst? Dann überprüf deine Vermutung und beende den Auftrag. Lass dich nicht vom Weg abbringen. Schließlich können wir nicht noch länger auf den Proviant warten, den er mit sich führt. Ravak mit dir, Fremder. Okay, ich mach mal die Kamera an. Für ein bisschen mehr Unterhaltung. Ja, okay. Okay. Wo war denn jetzt... So hoch kommen wir nicht, ne, mit unserem Jetpack. Tatsache, nice. Ja, ich habe ja die Vermutung, dass wir die andere Aufgabe von der Frau bei diesem Blutschrein bekommen. Und vielleicht hat er hier auch endlich mal seine Lieferung fertig. Ja, inzwischen kenne ich mich halbwegs gut aus. Das ist okay. Aber wie gesagt, kein schöner Ort. Wegen der Lieferung. Du kommst gerade richtig. Gott sei Dank. Hier. Was?
Für wen sind die? Jetzt steck sie doch nicht so achtlos ein. War eine Heidenarbeit, das Gestrüpp zu beschaffen. Musste einige Gefallen einlösen und Zigaretten eintauschen. Karakis ist schließlich nicht Edan. Bin froh, dass überhaupt ein kompletter Strauß dabei rumgekommen ist. Kannst dir sicher eh schon denken, wer der Empfänger ist. Oh, bitte, komm schon. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Lass die dummen Witze. Die Blumen sind für eine Frau. Meine Frau, um genau zu sein. Hör zu, in die Nähe des Kraters kann ich nicht. Baxters Leute würden mich sofort ansacken. Deswegen muss jemand anderes den Überbringer spielen. Vergiss es. Ich komme mir total bescheuert vor. Warum? Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Gut, ich spiele den Boten. Glaub mir, der Gang wird dir leichter fallen, als eine Kippe zu drehen. Und wie heißt deine Frau? Sophie. Du findest sie nördlich der Kraterstadt. Ah, und danke. Das bedeutet mir viel. Hast einen gut bei mir. Ich brauche eine genauere Beschreibung, wo ich deine Frau finden kann. Eigentlich ist es ganz einfach. Die Kraterstadt hat mehrere Ein- und Ausgänge. Nimm den nördlich gelegenen, der nicht nach Ignadon führt. Dort findest du sie schon. Bleib einfach etwas außerhalb der Stadtmauer. Ja, okay. Ja, wir werden ja eh mit allen reden. Da mache ich mir keine Sorgen. So, jetzt ist die Frage, ist sie die Frau von der zweiten Aufgabe? Genau. Ja, Tatsache. Ich komme von Khan. Was will der Stumme von mir? Er sagte, ich soll für dich arbeiten. Dass Khan dich schickt, kann nur bedeuten, er sieht irgendetwas in dir. Es ist äußerst ungewöhnlich, dass er sich persönlich eines Neulings annimmt. Ich könnte dich den Schrein reinigen lassen. Allerdings... Boah. Allerdings was? Ich brauche jemand Unbeteiligtes. Jemanden, der nicht an Ravak glaubt. Der mit frischem Blick an die Sache geht. Worum geht es? Wir haben hier in der Grotte einige Elemente, die versuchen, den heiligen Stillstand zu stören. Diese Individuen sind äußerst vorsichtig. Sie würden sich niemals einem Morkon zu erkennen geben. Ich finde diese Schrein-Schmerz-Thematik halt wirklich sehr anstrengend. Wieso denkst du, dass sie sich mir anvertrauen werden? Nimm dieses Amulett. Dies ist ihr Erkennungszeichen. Zeig es herum, aber mach es heimlich. Dann sollten sie hoffentlich auf dich aufmerksam werden. Wegen des Amuletts. Wem soll ich es zeigen? Wenn ich das wüsste, bräuchte ich dich nicht. Versuche es bei Leuten, die viel mitbekommen. Zum Beispiel Dimitri oder Marat am Tor. Gosta oder sein Türsteher hören mit Sicherheit auch viel. Oder befrage mal die Besucher des Kellers. Was sind das für Leute, die ich finden soll? Alles, was du wissen musst, ist, dass sie den Stillstand und unsere Lebensart bedrohen. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Woher habt ihr dieses Amulett? Die Torwache Marat hat es unter einem der Tische im Keller gefunden. Du kannst ihn selbst befragen, falls du das für nötig hältst. Wahre Stärke entspringt aus dem Widerstehen und dem Ertragen des Schmerzes. Ja, die Idee ist ja ganz süß. Ich hoffe, du bist keiner. Manchmal muss man reden, manchmal schweigen. Gott sei Dank. Die Robotermechanikerin macht in meinen Augen keinen Sinn.
Mit dem hier könnten wir auch nochmal reden, oder? Achso, verkaufst du mir jetzt Waffen oder immer noch nicht? Tengis sagt, ich kann bei dir Munition bekommen. Wofür? Ein Auftrag. Dann nehme ich an, der führt dich nach draußen. Verstehe. Du hast Glück, dass unsere Feinde genug fallen lassen. Ja, ja. Deswegen kann ich dir ein wenig frei zur Verfügung stellen. Danke, danke. Such dir was aus. Mehr gibt es nur gegen harte Währung. Frohes Schlachten. Zeig mir deine Waren. Sicher. Schild. Findet man überall auf der Welt. Sieht aus wie eine Pfanne. Okay. Können auch mal die ganzen Elixitbeutel aufmachen, oder? Na also. Interessant. Wer sagt? Interessant. 1200. Nice. Wo ist denn der? Schläft der oder was? Tatsache. Ey, aufwachen! Wie spät ist es? Unterrichtest du deine Kämpfer auch? In der Praxis ist mir das nicht möglich. Ich würde einen erbärmlichen Gegner abgeben. Aber einen Ratschlag kann ich dir schon noch erteilen. Das wird reichen. Gut, dann steht dem nichts im Wege. Ich will von dir lernen. Dann spitz die Ohren, Junge. Naja, sollte erstmal reichen. Wegen der Arena. Brauchst du Hilfe? Naja, wenn du so fragst, ich könnte tatsächlich etwas Hilfe gebrauchen. Ich muss bald mit Venya sprechen, wenn keine neuen Kreaturen kommen. Und das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Warum? Immer wenn die Arena zur Sprache kommt, artet es in Streit aus. Wir haben wohl verschiedene Ansichten darüber, was ihren Nutzen angeht. Wenn du ihr an meiner Stelle auf den Zahn fühlen willst, tu dir keinen Zwang an. Attilas Prüfung in der Außenwelt. Was springt für mich dabei heraus? Ach, daher die Hilfsbereitschaft. Hör zu, mit Splittern werde ich dich nicht entlohnen. Wenn du es tatsächlich schaffst, dass ich die Arena wieder öffnen kann, bekommst du etwas, das mehr wert ist als jeder Brocken Elixit. Ich gestatte dir, vor allen anderen in der Arena anzutreten. Klingt wie eine Bestrafung, hä? Na gut, dann reden wir mal mit der Dame, die wahrscheinlich gar nicht mehr hinten ist, oder? Oder inspiziert doch, da ist sie. Hey, was ist denn hier los? Ich habe gehört, du hast keine Tiere. Attila wartet darauf, dass du ihm neue Kreaturen lieferst. Und warum sagt er mir das nicht selbst? Immer schön die Hand aufhalten, aber keinen Finger krumm machen. Die Biester zu töten ist eine Sache, aber lebend gefangen nehmen etwas ganz anderes. Das kann schon mal etwas dauern. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mehr Biester als jeder andere durch das Tor geschleift. Wenn du so gut bist, warum reparierst du dann die Käfige? Wie lange muss Attila noch auf die Kreaturen warten? Wenn du so gut bist, warum reparierst du dann die Käfige? Was wird das hier? Ein Verhör? Ich habe genug von der Jagd. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Versteh mich nicht falsch. Du kannst nichts für meine schlechte Laune. Während Attila nichts weiter macht, als große Reden zu schwingen, arbeite ich mir den Rücken krumm.
Ist irgendetwas vorgefallen? Leichen. Eine Menge davon. Aber ich rede zu viel. Meine Lage interessiert sowieso niemanden. Falsch. Schieß los. Eigentlich ist es schnell erklärt. Unsere Abwerber fangen neue Diener Ravaks, meine Leute Kreaturen. Und genau da liegt das Problem. Menschen handeln nicht nach Instinkt. Sie sind berechenbar. Für die Biester gilt das nicht. Allein letzten Monat habe ich 3 Fänger verloren. Gute Leute. Und die Käfige halten auch nicht, was sie versprechen. Auch da reiht sich ein Vorfall an den anderen. Und was unternehmt ihr dagegen? Nichts. Die Resistenten verehren den Tod. Es ist der reinste Wahnsinn. Trotzdem wird erwartet, dass ich meine Aufgaben erfülle. Nur, wie soll ich das bewerkstelligen? Man stellt mir nicht einmal jemanden zur Seite, der meine Fänger zurückholt. Ja, ist natürlich übel, ne? Die besorgt die Tiere, die dann die neuen Morkrons testen sollen. Und die Morkrons, die ihr zugeteilt werden, sterben beim Besorgen der Tiere, um neue Morkrons zu machen. Dadurch verlieren sie Morkrons, um die Tiere zu holen, die man benötigt, um neue Morkrons zu machen. Was auch ziemlich dumm ist. Wegen der Kreaturenfänger. Ich sehe nach ihnen. Ist das dein Ernst? Ja. Du bist kein Morkon. Es wäre falsch, dich damit reinzuziehen. Das lass mal meine Sorge sein. Na schön. Ist ja nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Aber es gefällt mir nicht, wenn ich dir allein meine Probleme aufhalse. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns die Arbeit teilen. Such du nach Ilka und ihren Leuten. Ich übernehme die anderen. Venyas Kreaturenfänger. Wer sind die anderen? Blutjunge Anfänger. Gut möglich, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Deswegen übernehme ich sie. Du wirst mit Ilkas Trupp leichtes Spiel haben. Bevor du gleich aufbrichst, gibt es noch eine Sache, die mir wichtig ist. Ilka hat von mir ein Beruhigungsmittel für die Biester bekommen. Sie wird kaum alles aufgebraucht haben. Stell sicher, dass sie mir den Rest wieder mitbringt. Also, alles verstanden? Oder ist noch irgendetwas unklar? Ilka finden und das Beruhigungsmittel mitbringen. Richtig. Ich werde auch bald aufbrechen, muss nur noch meine Arbeit hier zu Ende bringen. Danke, dass du mir hilfst. In welche Richtung hat sich Ilka aufgemacht? Sie jagt Felslibellen im Südosten von Karakis. Wenn du dorthin aufbrichst, pass nur auf, dass du nicht das Revier eines Bergtrolls betrittst. Die Begegnung würdest du bitter bereuen. Das glaube ich auch. Okay. Ja, wir werden ein bisschen mit Aufgaben zugeschüttet, ist aber okay. Wir müssten dann, wenn wir hier fertig sind, einmal eh alles abarbeiten. Was wir noch machen müssen, wäre jetzt das mit dem Anhänger. Aber es scheint so, als müssten wir es eh unten machen. Und ich habe... Ja... Habe ich einen Verdacht? Wir reden erstmal darüber, wie der das Amulett gefunden hat und an welchem Tisch das geklebt hat. Marat oder wie hieß der, ne? Genau. Moment mal. Das ist doch das Amulett, was ich im Keller gefunden habe. Wie kommst du da dran? Deine Antwort sollte mich lieber zufriedenstellen. Zarina hat es mir gegeben. Erzähl mir etwas darüber. Zarina hat ausgerechnet dir den Auftrag gegeben? Unfassbar. Du bist nicht mal ein Morkon. Sie sagt, genau deswegen bin ich der Richtige dafür. Mir steht es nicht zu, Zarina zu hinterfragen. Also werde ich dir erzählen, was ich weiß. Ich war im Keller und habe bei Gosta was getrunken. Als ich mich an meinen Tisch gesetzt habe, bin ich auf etwas Hartes getreten. Das Amulett steckte in einem Spalt im Boden. Als ich erkannte, was das für ein Amulett ist, bin ich sofort zu Zarina geeilt und habe es ihr übergeben. Das ist alles? Ja. Mehr habe ich dir dazu nicht zu sagen. Gib besser auf. Ein Fremder sollte sich nicht mit solchen Dingen beschäftigen. Und jetzt lass mich. Ich habe zu tun. Ich habe das ungute Gefühl, als wäre Vlad derjenige, den wir suchen. Ich wollte mich nur noch einmal bei dir bedanken. Du bedankst dich? Wofür? Dafür, dass du mir bei Khan geholfen hast. Kein Problem. Unter uns.
Ich hoffe, deine Anwesenheit hier ist ein Funke, der die Flamme der Veränderung entfachen wird. Wir werden sehen. Ja, das werden wir. Das hier schon mal gesehen? Ein Amulett? Klar. Das sind so Dinger, die man sich um den Hals hängt. Wäre ich nie drauf gekommen. Würdest du mir es verkaufen? Sieht ganz hübsch aus. Besser nicht. Was willst du denn damit? Ich versuche rauszufinden, wem das Amulett gehört. Da kann ich dir nicht helfen. Wenn du den Besitzer nicht findest, nehme ich es dir gerne ab. Ich glaube, der war es nicht. Was ist das hier? Verhaltensregeln. Befehle der Resentness sofort Folge zu leisten. Der Kontakt zu den Menschen an der Oberfläche ist zu beschränken. Nahrung oder andere Güter werden nur in abgezählten Mengen herausgegeben. Kinder dürfen nur nach Absprache mit den Resistenten gezeugt werden. Zur Wiederhandlung wird mit Feuer. Eieieiei, deswegen will ich hier nicht sein. Was geht mit dir so? Geh mir aus dem Licht. Gott sei Dank. Ich muss arbeiten. Wenn du was von mir willst, komm heute Abend wieder, wenn ich Feierabend hab. Ich glaube nicht, dass die das ist, weil dann wird dir die Roboter einfach manipulieren, oder? Ja, du vielleicht. Ich verachte Fremde. Oder auch nicht? Was soll das sein? Du hast es noch nie gesehen? Sieht religiös aus. Vielleicht fragst du mal Zarina. Die kennt sich mit sowas aus. Okay, ich glaube, der ist es nicht. Eieiei. Ach, Mann. Vlad. Sowas schon mal gesehen? Wie kommst du denn an ein solches Amulett? Das solltest du vielleicht nicht ganz so auffällig herumzeigen. Ich versuche, diejenigen zu finden, denen das Amulett gehört. Interessant. Aber da kann ich dir nicht helfen. Tut mir leid. Wo geht der hin? Lock. Mal ganz kurz. Oh Gott. Vlad warnte mich, dass ich das Amulett nicht so herumzeigen solle. Mehr hat er mir nicht verraten. Du siehst es so, ich so. Was kannst du mir darüber erzählen? Wie kommt denn ein Fremder an ein solches Amulett? Du erkennst es also. Kommt darauf an. Worauf? Ich erinnere mich nicht mehr so richtig daran. Vielleicht würden mir ein paar Splitter auf die Sprünge helfen. Reicht das, damit du mir erzählst, was du weißt? Na ja, jetzt erinnere ich mich wieder an das Amulett. Marat hat es hier im Keller gefunden und es zeigt das Antlitz Kritons. Kriton? Wer ist Kriton? Psst, nicht so laut. Das ist der Name des verbotenen Gottes. Einst existierte er in Frieden neben Ravak. Heute ist der Glaube an ihn verboten und seine Anhänger ausgerottet. Dieses Amulett allerdings, naja, könnte bedeuten, dass seine Anhängerschaft nicht so ausgerottet ist, wie wir dachten. Oha, also es ist eine kleine Rebellionsmenge unter den Dienern Ravaks. Verstehe ich das richtig? Hast du gesehen, wer das Amulett verloren hat? Nein, an dem Abend, als Marat es gefunden hat, war viel los. Es könnte jeder gewesen sein.
Was ist so schlimm an diesem Amulett? Wer auch immer dieses Amulett verloren hat, wird nicht sehr erfreut darüber sein. Dass es gefunden wurde, bedeutet, dass es eine Gruppe an Menschen geben muss, die nicht die Werte des Stillstandes vertreten. Das dürfte einige hier ganz schön ins Schwitzen bringen. Mehr Fragen habe ich nicht. Das trifft sich. Ich habe dir auch alles erzählt, was ich weiß. So, ich muss los. Hier gibt es nichts für dich. Okay, wo ist Vlad hingegangen? Sie musste sich auf den Typen. Wo ist Vlad hingegangen, Leute? Ich behalte dich im Auge. Ja, mach mal. Bist ein guter Kerl. Na, ich habe ja verpetzt, dass du mich angebettelt hast. Also so ein guter Kerl bin ich nicht. Aber hier kommt doch niemand mehr, oder? Der ja wohl kaum, oder? Dem ist ja alles egal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zum Widerstand gehört. Zeig mir, wie ich besser schürfen kann. Geht gleich los. Nein, nicht bei diesem Lehrer. Schade. Aber wir könnten Schlösser knacken lernen. Das müssen wir unbedingt machen. Sehe ich Vlad nicht auf der Karte? Vlad. Bevor ich hier jetzt rumirre und den nicht finde. Vlad. Was ist der denn? Warte mal. Ich habe gehört, du besitzt ein gewisses Amulett. Ivica. Vielleicht. Kommt darauf an, wer fragt. Mein Name ist Ivica. Leugnen bringt nichts. Du hast das Amulett von Zarina bekommen und versuchst herauszufinden, wem es gehört. Komm mit, wir müssen reden. In Ruhe. Woher kenne ich die jetzt nochmal? Mist, ich kann die gerade nicht zuordnen. Kommen wir direkt zur Sache. Das Amulett gehört nicht dir. Ich will es haben. Und ich will, dass du Zarina erzählst, es wäre dir geklaut worden. Nenn mir deinen Preis. Okay. Also erstmal bin ich ja grundsätzlich auch gegen den Stillstand und damit auf ihrer Seite. Deswegen mal gucken, vielleicht können wir die Morkrons ja unterlaufen. Ich habe erst noch ein paar Fragen an dich. Kann ich dir denn vertrauen? Na klar. Die Frage ist doch, kann ich dir vertrauen? Die anderen haben mir geraten, dich nicht leben zu lassen. Lass mich die Entscheidung, erstmal mit dir zu reden, nicht bereuen. Ich schätze, wir werden uns gegenseitig vertrauen müssen. Also gut, du bist kein Morkon. Ich werde dir deine Fragen beantworten. Wenn ich allerdings merke, dass du uns reinlegen willst, wirst du sterben. Mhm. Was seid ihr für eine Gruppe? Wir sind die Anhänger Kritons. Unsere Gruppierung arbeitet im Geheimen, im Untergrund des Untergrunds, sozusagen.
Wenn die Resistenten uns fänden, würden sie uns foltern und töten. Und die Abwerber? Stehen den Resistenten in nichts nach. Zumindest gilt das für die meisten von ihnen. Sie jagen uns, weil wir ihre Lebensweise bedrohen. Mit der Öffnung der Grotte sind auch neue, alte Ideale zurückgekommen. Sie haben Angst, dass wir ihren ach so wertvollen Stillstand mal in Bewegung bringen könnten. Ja, wie gesagt, ich bin auf der Seite der Stillstands-Kriton-Anbeter. Ihr glaubt tatsächlich an einen Gott namens Kriton? Natürlich tun wir das. Aber er ist noch viel mehr als unser Gott. Er ist die Inspiration selbst. Er ist die Idee von Freiheit, Frieden und Selbstbestimmung. Wir Morkons waren nicht immer so brutal. Die Geschichten von früher sind von den Anhängern Ravaks verboten worden. Aber bei uns erzählt man sie sich noch. Wir waren einst wie die Menschen außerhalb der Grotte. Wir haben uns nicht selbst Schmerzen zugefügt, keine Blutrituale abgehalten. Die Anhänger Kritons sorgen dafür, dass unsere Menschlichkeit nicht völlig verloren geht. Das klingt beinahe zu schön, um wahr zu sein, oder? Sektenkultmäßig wie in Gothic 1 fände ich ja nicht mal so schlimm. Es geht sich ja wirklich um dieses Leiden und Blutritual und Menschen einfangen und zwingen, Morkron zu werden, bla bla bla. Also wenn die das ändern wollen, gerne. Ich unterstütze euren Putsch. Was ist das für ein Amulett? Das Amulett Kritons ist schon sehr alt. Man erzählt sich, dass es einst zwei Götter gab. Ravak und Kriton. Als wir uns in der Grotte eingesperrt hatten, um dem großen Meteoriten nicht zum Opfer zu fallen, kämpften beide um die Vorherrschaft. Wie das ausging, siehst du ja. Ravak setzte sich durch. Er verbannte Kriton und erließ die Gebote, nach denen wir uns bis heute richten müssen. Die Gebote des Stillstands. Ich hoffe, du verstehst langsam, was für uns auf dem Spiel steht. Gerade jetzt, in diesem Augenblick, liegt die Zukunft unseres Volkes in deinen Händen. Zarina und ihre Resistenten dürfen nicht erfahren, dass die Anhänger Kritons wieder erstarken. Wegen des Amuletts. Was hast du damit vor? Ich habe dir vertraut. Jetzt ist es an der Zeit, dass du mir vertraust. Gib mir das Amulett und ich werde dich in unsere Pläne einweihen. Ganz ehrlich? Hier hast du es zurück. Danke. Ich muss zugeben, ich war mir bis gerade nicht sicher, ob du uns nicht doch an Zarina verrätst. Du gehörst jetzt zu uns, ob du willst oder nicht. Aber sei unbesorgt, wir lassen einander nicht hängen. Wir kämpfen für eine bessere Zukunft, gemeinsam. Ivikas Bauernopfer. Ja, finde ich aber jetzt doch wieder cool. Also wenn man die Morkons dann jetzt intern, wandeln kann, bin ich wieder interessiert. Schlimm wäre das, wenn man jetzt sagt, ja, die sind halt da und man muss mit den Idealen leben. Das habe ich immer schon gesagt, in Fallout 4 hat mich das ja immer gestört, dass man die Bruderschaft nicht wieder gut machen konnte, wie sie ja in Fallout 3 war. Sondern man konnte sich ihr anschließen, dann konnte man Institut vernichten. Man konnte aber nicht sagen, ich will zur Bruderschaft gehören, aber die Bruderschaft gut machen. Das ging ja leider nicht. Ne? Was erwartest du jetzt von mir? Wir können die Hilfe eines Außenseiters gut gebrauchen. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass Zarina nicht weiter nach uns sucht. Die Geschichte mit dem Amulett muss ein Ende finden, das sie zufriedenstellt. Leider weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Zarina es erst sein wird, wenn irgendjemand bestraft wurde. Das heißt, ihr braucht ein Bauernopfer? Ich sehe keinen anderen Weg. Irgendjemand muss seinen Kopf dafür hinhalten. Nach Möglichkeit schieben wir das Ganze einem Abwerber unter. Warum nicht einem Resistenten? Ein Resistenter eignet sich für dieses Vorhaben nicht. Zarina würde uns sofort durchschauen. Was genau ist dein Plan? Wir werden das Amulett jemandem unterschieben. Jemandem, den Zarina für dumm genug hält, ein solches Stück aufzubewahren, ohne dabei ein Anhänger Kritons zu sein. Es gibt im Wohnbereich einen Händler, der mit gestohlenen Waren handelt. Wenn wir ihm das Amulett unterschieben und Zarina stecken, dass er es hat, wird sie seinen Kram durchsuchen lassen. Neben dem Amulett wird sie noch weitere illegale Sachen bei ihm finden. Das sollte sie überzeugen, dass es keine Verschwörung gegen Ravak gibt. Mhm.
Ich werde euch helfen. Soll ich es jemandem unterschieben? Nein, das mache ich. Du fällst zu sehr auf. Ich bin Technikerin an den Lakaien und wohne hier. Man kennt und ignoriert mich. Ich gehe in der Masse unter. Du allerdings musst dafür sorgen, dass Zarina die Info erhält, wo sie suchen muss. Geh zu ihr und erzähle ihr genau, was ich dir jetzt sage. Dir wurde das Amulett gestohlen, während du einer Spur im Wohnbereich nachgegangen bist. Du hast ein Gespräch im Keller belauscht, in dem sich zwei Männer über einen Händler unterhalten haben, der mit gestohlener Ware handelt. Du weißt nicht mehr, wie diese Männer aussahen. Es war dunkel. Alles verstanden? Ich soll zu Zarina gehen und behaupten, mir wurde das Amulett gestohlen. Und ihr dann mitteilen, dass ich auf der Suche nach dem Dieb im Keller ein Gespräch über einen Händler belauscht habe, der mit gestohlener Ware handelt. Alles klar. Gut, ich denke, das reicht. Zarina hat ihre Spione überall. Ich bin mir sicher, sie hat schon einmal von diesem Händler gehört. Das macht es glaubwürdig. Geh du am besten direkt zu ihr und mach das, was wir besprochen haben. Ich werde derweil das Amulett verstauen. Wir sprechen uns, wenn alles vorbei ist. Huh, ist eine kleine Rettungsaktion, ha? Huh? Jetzt helfen wir ihr dabei, die Spur des Amuletts zu verwischen. Ja, aber bin ich dabei? Bin ich einverstanden? Lasst uns den Stillstand beenden, ha? Huh? Klingt doch ganz cool eigentlich. Ja, dann doch, dann bin ich doch wieder interessiert. Dann bin ich doch interessiert. Trotzdem würde ich ganz gerne mal wieder zur Bastion gehen. Der arme kleine Dex, der denkt auch, wir sind verschollen oder verunglückt oder so. Das war übrigens die Schrauberin hier, tatsächlich. Die redet mich nur abends an. Aber wehe, sie will was von uns, ne? Dann kann sie zu uns laufen und uns direkt ansprechen. Schon klar. Schon klar, schon klar. Was ist das hier? Ein funktionsloser Hebel. Also wie ist das jetzt? Wir gehen zu Zarika und sagen ihr... Was willst du, Vlad? Keine Angst, ich komme nicht von Khan. Ich habe eine Information für dich, die dich interessieren dürfte. Dieser Fremde war bei mir. Er hatte etwas Verdächtiges bei sich. Lass mich raten. Er hat dir ein Amulett gezeigt, das er nicht besitzen dürfte. Woher weißt du? Weil ich es ihm gegeben habe. Er ist in meinem Auftrag unterwegs. Ich weiß deine Übereifrigkeit zu schätzen, aber diesmal will ich, dass du Stillschweigen bewahrst. Ich? Aber... Nichts aber. Kein Wort darüber, dass das klar ist. Und jetzt verschwinde. Wo war ich gerade? Alter, der hat uns voll verpetzt. Ja. Wegen des Amuletts. Es wurde mir gestohlen. Was sagst du da? Du hast es dir stehlen lassen? Du solltest seinen Besitzer ausfindig machen und nicht mal das hast du geschafft. Eine solche Unfähigkeit ist mir schon lange nicht mehr untergekommen. Wenn das alles ist, was du zu sagen hast, werde ich dich ohne Umwege in die Blutzisterne bringen lassen. Das wird nicht nötig sein. Dann erkläre dich, aber schnell, bevor ich es mir anders überlege. Oh oh. Mir wurde das Amulett gestohlen, als ich einer Spur nachgegangen bin. Ich glaube, mir wurde das Amulett im Wohnbereich gestohlen. Mir wurde das Amulett gestohlen, als ich einer Spur nachgegangen bin. Ist das alles? Was hast du noch zu berichten? Ich habe gehört, wie sich zwei Männer unterhalten haben. Ich war im Keller. Oh Gott, ich weiß das nicht mehr. Siebhörn! Ich habe mir gerade heimlich ein Foto gemacht von dem Dialog. Moment, was hat sie gesagt? Ein Gespräch im Keller belauschen, wie sich zwei Männer über einen Händler unterhalten haben. Ich habe gehört, wie sich zwei Männer unterhalten haben. Sie wollten etwas kaufen bei einem Händler, der mit gestohlener Ware handelt. Den habe ich gesucht, als mir das Amulett gestohlen wurde. Und wo soll dieser Händler sein? Angeblich hat er sein Geschäft im Wohnbereich. Ein illegaler Händler im Wohnbereich, sagst du? Von solchen Gerüchten habe ich schon mal gehört. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Wenn wir das Amulett bei ihm finden, sorge ich dafür, dass du der Blutzisterne entgehst. Ich will, dass du mit in den Wohnbereich gehst und dabei bist, wenn wir seine Sachen durchsuchen. Und jetzt warte einen Augenblick. Ich werde meine Wachen vorschicken. Sie sollen sicherstellen, dass er nicht abhaut. Okay.
So, und jetzt lass uns hinterhergehen. Und bei Ravak, dein Leid wird ewig währen, wenn wir das Amulett nicht bei ihm finden. Komm mit. Oh, jetzt müssen wir also wirklich vertrauen, dass sie das Amulett auch dort deponiert hat. Meine Wachen sollten bereits unten sein und die Habseligkeiten des Händlers durchsuchen. Wir sollten sie nicht warten lassen. Oh. Boah, wenn die uns jetzt verarscht hätte, stell euch das mal vor. Glaube ich natürlich nicht. Was auch immer gleich passiert, stör sie nicht bei ihrer Suche. Wir zwei sind nur Beobachter, dass das klar ist. Mhm. Und jetzt Ruhe. Ich will hören, was der Verdächtige zu sagen hat. Ja, alles gut. Ich werde mich komplett raushalten. Viel Kamera ist ja nicht, ne? Ich will mal wieder raus, ey. Ich will wieder erkunden. Mann. Wer ist denn der Verdächtige? Schade, ich dachte vielleicht eher. Im Wohnbereich ein Händler. Hier links, maybe? Der Morkorn einfach? Ne. Okay. Was soll das? Ich habe nichts getan. Du wirst beschuldigt, mit illegalen Waren zu handeln. Du wirst des Weiteren beschuldigt, illegale Artefakte zu besitzen. Artefakte, die Macht Ravaks in Frage stellen. Was? Nein. Sowas würde ich niemals machen. Ich gebe ja zu, ich handle mit Sachen ohne Erlaubnis. Aber ich würde mich niemals gegen Ravak versündigen. Wie sieht es aus? Hast du was gefunden? Herr Chef, ich habe dieses Amulett in seinen Sachen gefunden. Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Das kannst du gleich Ravak persönlich erzählen. Mal sehen, ob er dir glaubt. Dich von mir! Bei Ravak, ich habe gedacht, du belügst mich. Ich werde dir in Zukunft wohl mehr vertrauen müssen. Und es beruhigt mich, dass ein illegaler Händler dahinter steckt. Wir hatten wesentlich Schlimmeres befürchtet. Du hast deine Aufgabe gut gelöst. Du kannst nun zur Stimme Kahns zurückgehen und ihr sagen, dass du dich mir bewiesen hast. Und jetzt geh. Ich werde mich nun wieder dem Gebet widmen. Okay. Das heißt, wir haben schon mal die erste Hälfte geschafft und schon wieder einen Stufenaufstieg. Wir sind schon 7, Leute. Nice. Achso, ist er tot? Ja, ne? Der wurde tot geklatscht. Jo. Eiskalt. Ja, ist natürlich gemein, aber es waren Anwerber, also keine Ahnung. Und er hat die auch illegal gehandelt. Wir haben den jetzt ein bisschen ins offene Messer laufen lassen, aber naja. Und für die andere Aufgabe müssen wir im Nachhinein zu den Berserkern gehen. Na gut. Ich habe Zarinas Vertrauen gewinnen können. Das spricht für dich. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sie nicht leicht zu überzeugen ist. Nimm dies als Zeichen unserer Anerkennung. Wenn du jetzt noch Tengis Vertrauen gewinnst, wird Khan erneut das Wort an dich richten. Gelobt sei Ravak. Ja, wir können das gerne. Ups. Tengis hat mir Arbeit gegeben. Das ist gut. Wenn du seine Aufgaben erledigt hast, komm wieder zu mir. Khan wird dir deine Arbeit entlohnen. Okay. Dann haben wir jetzt sowohl den Rebellen geholfen, was ich gut finde, als auch ihre Aufgabe gelöst, indem wir im Nachhinein den Falschen gefunden haben, was ich auch gut finde. Mir wurde erzählt, dass du Zarina von unserer Spur weggelockt hast. Was mit dem Händler passiert ist, tut mir leid, aber es gab keinen anderen Weg. Du hast dafür gesorgt, dass die Morkons noch eine Chance haben. Dafür danken wir dir. Ja, gern geschehen. Es sind sehr viele Erfahrungspunkte, die wir gerade bekommen. Und wie geht es jetzt weiter? Es gibt da etwas,
Ich weiß, das ist viel verlangt, aber du bist in einer einzigartigen Position, uns helfen zu können. Du bist kein Morkon, aber hast dir das Vertrauen Zarinas verdient. Wir brauchen einen Maulwurf, jemanden innerhalb der Morkons, der unsere Ideale vertritt. Du hast bereits einmal bewiesen, dass du das tust. Wir würden dich in unseren inneren Zirkel aufnehmen. Wärst du bereit, unser Maulwurf zu werden? Um die Morkons besser zu machen? Natürlich. Angenommen, ich würde es tun. Was bedeutet das für mich? Du bist kein Morkon. Was bedeutet, du wirst dich mit Khan gutstellen müssen. Du wirst tun müssen, was er sagt. Sonst wirst du niemals die Chance haben, einer von uns zu werden. Und als Außenseiter können wir dich nicht als Maulwurf gebrauchen. Ich möchte für euch den Maulwurf spielen. Du bist kein Morkon. Solange du nicht das Vertrauen Khans hast, können wir dich leider als Maulwurf nicht gebrauchen. Ach so. Warum ist das eigentlich mit diesem blöden auf der Stelle gehen? Sollen die einfach stehen bleiben? Ja gut, das können wir leider nicht machen, denn wir wollen uns ja den Morkons nicht anschließen. Aber Vladi, kleine Sau, ey. Habt ihr das gesehen? Das würde ich nochmal gern gucken, ob wir das machen können. Können wir jetzt Vlad anschnauzen, dass der uns da verpetzt hätte mit dem Amulett? Habt ihr das gesehen, der kleine Stiefellecker? Geht er direkt zu der hin, ey. Richtig übel. Ich verlaufe mich hier lang. Ja, und dann würden wir beim nächsten Mal in die Bastion gehen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab ja keinen Bock mehr. Hör mal, Vlad, du Arschloch. Was hast du da Zarina über mich erzählt? Hey, schau mich nicht so an. Wenn du im Auftrag von ihr unterwegs bist, hättest du mir das sagen können. Weiß ich nicht. Also Vertrauen tue ich dem schon mal gar nicht mehr. Aber okay. Ja, das heißt, wir hätten hier jetzt einen neuen, interessanten Questverlauf. Wenn wir uns wirklich den Morkons anschließen würden, könnten wir gegen die Morkons arbeiten. Was hier vielleicht das Beste ist, was man machen kann. Weil wir damit dann vielleicht eine der bösesten Fraktionen, in Anführungszeichen, lieb machen würden. Klingt gar nicht so falsch auf einmal, ne? Klingt auf einmal gar nicht so falsch. Gut, ja, wir machen noch eine Aufnahme. Also ich mache noch eine Aufnahme hinterher. Dann haben wir 3 Stück gemacht. Das reicht dann für heute auch mit Elex. Und dann schauen wir mal, was in der Bastion so abgeht. Ist ein bisschen überfällig. Dex macht sich garantiert schon Sorgen. Kaya ist es gewöhnt. Und wird Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen frische Luft schnappen, oder? Wir kehren zurück zur Bastion und werden mal gucken, was da noch so für Aufgaben auf uns warten. Und machen uns dann jetzt so ganz grob als nächstes auf in Richtung... Gottes Willen. In Richtung der ehemaligen Outlaw-Hauptstadt des Forts. Denn dort werden wir die Berserker treffen und dann im Idealfall auch die zweite Prüfung für die Morkons ablegen können, sodass wir dann hier theoretisch das Vertrauen von Khan gewinnen würden. Ja, gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Elex, wir sind wieder draußen, Gott sei Dank. Und starten durch mit der Erkundung beim nächsten Mal. Also so ein bisschen erkunden, eher zurücklaufen und dann Richtung, Fort geht es nochmal mit Erkundung weiter. Ich freue mich drauf, das war sehr viel Höhle und ich hoffe, jetzt haben wir ein bisschen mehr Open Air. Bis zum nächsten Mal. Ciao.